Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder das Video mit anschaut, die Interviewserie, die ich im Moment mache. Ich habe heute wieder das Interview mit einer Dame, die ist zwischen 50 und 60. Und jetzt möchte ich dich mal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du dich zur Verfügung stellst und so mutig bist für dieses Interview. Herzlich willkommen. Ja, danke, bitte gerne. Ja, ich starte dann wieder mit meiner Eingangsfrage. Wie bist du so aufgewachsen und was hast du erlebt mit deiner Mutter? Ja, also ich bin in einer Einzimmerwohnung aufgewachsen. Nebenan wohnte die Oma mit meiner Mutter alleine. Mhm. Also meine Mutter, also mein Vater kenne ich nicht, also bis heute nicht. Mhm. Und und im Prinzip bin ich auch sehr isoliert aufgewachsen, da meine Mutter keinen Freundeskreis hatte. Wie gesagt, nebenan wohnte die Oma, bei der bin ich die ersten 3 Jahre aufgewachsen. Mhm. Das heißt, also es war die Nebenwohnung, also dass ich, meine Mutter war berufstätig, dass sie immer zu mir kommen konnte oder ich dann bei ihr war. Das war jetzt nicht so, dass ich weggegeben wurde oder so. Mhm. An meine frühe Kindheit habe ich natürlich wenig Erinnerungen, wie jeder. Nur das Kinderbett stand ja im Wohnzimmer. Logischerweise gab ja nur ein Zimmer. Ich kann mich daran erinnern, dass statt des Hampelmanns, den andere Kinder dann über dem Bett haben, war bei mir ein Ausklopfer. Aha, ein Teppichklopfer. Ein Teppichklopfer, genau. Ach. Ja. Und also, wie gesagt, in der frühen Kindheit kann ich mich erinnern, dass meine Mutter eigentlich ständig überfordert war. Also, ich glaube, sie hatte auch kein Gefühl, dass Kinder halt langsam sind im Anziehen morgens. Also, ich kann mich da nur erinnern, dass es immer ein ganz großer Stress war für mich, weil ich nicht ihr Tempo halten konnte. Und ich denke mal auch, sie hat ihren Tagesablauf auch nicht so gut strukturieren können und mich einfach nicht eingeplant. Also ich musste einfach funktionieren. Mhm. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man 3 Jahre alt ist. Also Kinder werden ja dann eigentlich, wenn man die antreibt, dann auch immer langsamer. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter irgendwie mich in den Arm nahm oder dass es da irgendwie viel Körperkontakt gab. Ist schwierig. Also das war so, also ich habe sie aber sehr kontrollierend erlebt, was meine Körperfunktion, was meine Gesundheit anging. Ich habe merkwürdige Erinnerung, dass sie meine Körperöffnung untersucht hat, weiß ich auch nicht. Also das war irgendwie, ja, das waren so die alten Sachen, also die ganz frühen Sachen. Das hat sich natürlich später hin, glaube ich, also umso älter ich wurde, immer mehr irgendwie verstärkt. Mhm. So eine Abneigung. Ich hatte mich da auch äußerlich verändert. Also das gab dann von mir Bilder, wo ich einfach, also ich sah irgendwie aus wie ein Kreten. Also ich lief auch so. Also ich hatte irgendwie, also man hat mich immer für körperbehindert eingeschätzt. Also auch als ich die Schule wechseln musste, war die erste Frage, ist Ihre Tochter körperbehindert? Und also ich war schon irgendwie äußerlich sehr auffällig, also irgendwie auch in meinem Verhalten. Ich war auch als junges Kind unheimlich aggressiv, hatte keine Empathie für andere. Ich denke mir mal, das war einfach so eine Verteidigungshaltung, so, also ehe du mir was tust, tue ich dir was. Mhm. Also ich war ein nicht gern gesehener Gast als junges Kind, schon im Kindergarten und in der Schulzeit auch. Also in der früheren Schulzeit, in der ersten Klasse, erste, zweite Klasse,
Also ich war irgendwie spuckend, beißend, kratzend, kann ich mich dunkel erinnern und ja, also. Also hast du dich von deiner Mutter überhaupt willkommen gefühlt oder wie war dein Gefühl so als Kind? So wenn du zurückwirkend so ein bisschen reinspürst, wie hast du dich gefühlt? So in Bezug zu deiner Mutter, also welche Rolle hast du gefühlt eingenommen bei ihr? Hat sie dich gesehen, hat sie dich wahrgenommen oder warst du nur ein Gegenstand oder wie auch immer? Es gibt Bilder von mir, da bin ich irgendwo, also noch in ganz jungen Jahren, da bin ich auf eine Couch gesetzt worden, wie drapiert, also wie ein Kissen. Also ich hatte von Kind auf an, also von Kleinkind auf an Angst vor meiner Mutter. Also das weiß ich noch. Und wie gesagt, als ich älter wurde, jetzt sieht das Ding hier immer aus. Als ich älter wurde, ja, waren dann auch also ihre Reaktion, glaube ich, noch irgendwie krasser. Aber wie gesagt, man kann es ja nicht eruieren, wie es war, als von 1 bis 3. Ja, das schon, das ist klar, aber später einfach. Also so war sie sehr unstabil von Ja, sie war ihrem sehr unstabil. Verhalten. Also sie war stabil, sie war sehr jähzornig. Es gab latente Strafen für Ungehorsam, also der dann eigentlich letztendlich gar keiner war. So als Beispiel, wir saßen am Frühstückstisch und ich hatte also 1 Zentimeter meines Brotes nicht mit Butter beschmiert. Dann gab es einen Tritt gegen meinen Hocker und ich segelte durchs Zimmer. Also völlige Ausraster wegen nichtiger und wegen völlig unwichtiger Dinge. Also ich hätte mir dabei auch den Hals brechen können. Also, Es war. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrich, aber da möchte ich noch was dazu sagen, weil apropos Halsbrechen, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass deine Mutter dich ja auch am liebsten ertränken hätte wollen. Ja, das war so eine Situation, wo sie dann auch ja, wütend war darauf, dass ich nicht gehört habe oder nicht aufmerksam war. Es gab aber irgendwie keine adäquate Reaktion, also wie man das von der Mutter eben hat. Also jetzt pass auf, komm jetzt da weg oder so, sondern sie hat dann aus Wut meinen Kopf untergeschluckt, also im Wasser. Und ja, also wie gesagt, das waren immer ganz unverhältnismäßig hohe Strafen. Also selbst mit 17 hatte ich noch 8 Wochen Stumarrest und lauter, also ja, also sehr unschöne Dinge. Also es gab natürlich auch, also sie ist mit mir verreist, also sie war natürlich nicht täglich so, aber grundsätzlich habe ich sie als sehr, wie soll ich sagen, also sie war immer ein Hab-Acht-Stallung. Also sie war für mich einfach eine ganz unberechenbare Größe. Und das zog sich eigentlich, ja, also durch bis heute, nur heute wohne ich ja dann nicht mehr und da ist mir das auch egal. Sie war auch, also ich hatte manchmal den Eindruck, sie hat Gefallen an Quälen. Also sie hat gerne Dinge zerstört. Beispielsweise kam ich mal, da war ich auch noch relativ jung, mit einem Luftballon nach Hause, als ich mit meiner Oma draußen war, zu irgendeinem Volksfest. Und sie hat ihn dann als allererstes erstmal mit einer Zigarette zum Platzen gebracht und hat sich tierisch gefreut. Wahnsinn. Sie hat auch, ja, Spielzeug zertreten oder andere Dinge gemacht, wenn sie gerade in dieser jähzornigen Phase war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas gemacht hätte, was dieses gerechtfertigt hätte. Also völlig unkalkulierbar im Sie Endeffekt. war völlig unkalkulierbar. Ja, und es war auch so, wenn ich von der Schule dann nach Hause kam als junges Kind, also ich war dann Schlüsselkind, dass ich also immer schon eine Ahnung hatte, dass sie zu Hause war, also vor ihrer Zeit. Also
Und das ist dann mein Weg war dann immer schon ganz langsam und alles war ganz schwer und irgendwie, und das hat immer gepasst. Also immer, wenn ich dieses Gefühl hatte, sie ist zu Hause und alles ist so schwer, dann war sie auch zu Hause. Und wie hat sie dich dann begrüßt? Kam auf mein Gesicht an. Also ich kann mich auch an eine Situation sehr genau erinnern. Ich war irgendwie unterwegs und hatte ein trauriges Buch gelesen und hatte irgendwie dadurch ein trauriges Gesicht, weil mich das sehr mitgenommen hatte. Und dafür gab es dann erstmal links und rechts ein Watschen. Ja, Wahnsinn. So, ja, oder ich wurde beschimpft als Hure, weil ich ein bisschen größere Ohrringe, also heute lächerlich, also die waren also minimalistisch bei der Zeit. Und ja, wie gesagt, sie war unberechenbar. Sie fing auch beispielsweise irgendwann mal, da war ich schon, weiß ich nicht, 17 Jahre alt oder so, fing sie an, auf mich einzuprügeln, weil ich das falsche Spülmittel nach Hause gebracht habe. Wahnsinn, ja. Also was mir halt auch so jetzt in Erinnerung geblieben ist von unserem Vorgespräch, dass du ja eigentlich jetzt abgesehen von deiner Oma, ja komplett nur mit deiner Mutter zusammen warst. Du warst ja so viel wie eingesperrt eigentlich. Ich war so viel wie eingesperrt, Ja, ja. also darum habe ich ja auch das Bild heute gewählt. Du warst dann wirklich einsam und alleine erstarrt in dieser Flut von Übergriffigkeiten deiner Mutter. Und die Oma, wie lange hat die dann noch gelebt? Wie lange war die dann noch ein bisschen eine Ressource im Hintergrund? Die war noch ein bisschen Ressource bis, weiß jetzt ja nicht, glaube 82 oder so. Da starb dann mein Opa, also der nicht mein richtiger Opa war, aber der mich auch mochte. Und sie kriegte dann Alzheimer. Also sie kam dann ins Altenheim. Und wie oft warst du so bei deiner Oma dann? Als sie im Nein, Altenheim? nein, 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 du als Kind. Ach so, als Kind, ach so, ja, da muss ich natürlich sagen, da fehlt ein Teil. Also mit 7 Jahren oder mit 6,5 Jahren zogen wir weg. Also aus dieser Wohnung aus in einer anderthalb Zimmerwohnung. Und meine Oma blieb natürlich in dem Haus. Und also ich denke mir mal, ich war vielleicht in der Woche bestimmt einmal bei ihr, weil sie war halt irgendwo ja doch mein einziger Anker. Ja. Und mit 8 Jahren lernte meine Mutter einen neuen Mann kennen. Also wie gesagt, es gab nicht viel Bewegung bei uns zu Hause, außer die Familie. Also sie hat ja noch zwei Geschwister und eine Schwester hatte auch Kinder. Und bei Familienfeiern hat man sich halt gesehen. Aber ansonsten gab es da eigentlich nichts. Und mir hat es auch nicht geholfen, jetzt als Kind, also in der Schule eben andere Kinder oder also mit anderen Menschen zusammen zu sein, weil ich war einfach viel zu seltsam, viel zu komisch. Habe zwar gemerkt, dass das irgendwie nicht richtig ist. Also das habe ich von meinen Schulkameraden schon mitgekriegt, dass deren Eltern nicht so sind. Meine Schulfreundin, die ich heute noch habe, wohnte in der Nebenwohnung, also in der neuen Wohnung. Und die hat natürlich auch viel mitgekriegt. Also viel kann man nicht sagen, aber die haben eben schon ein bisschen mitgekriegt, wenn meine Mutter mich zu Hause eingeschlossen hatte. Und also die haben die eben auch als sehr, sehr bösartig empfunden. Hast du Freunde einladen dürfen bei dir zu Hause? Da Also, kann ich mich, nein, ich durfte keinen reinlassen, also wenn ich alleine war, also wenn sie nicht zu Hause war. Ansonsten kamen da auch nicht viele. Ich hatte als junges Kind nicht so viele Freunde. Wie gesagt, ich war seltsam. Ich war also wirklich ein unangenehmes Kind. Also meine Mutter hat gesagt und so, man muss das so und so machen. Also ich war völlig indoktriniert von ihr. Und ja, also wie gesagt, ich hab gemerkt, dass das nicht normal ist, aber natürlich, also die meisten Sachen hielt ich für normal, weil ich konnte ja nicht woanders gucken, wie es anders ist. Genau. Also du hast natürlich auch viele Glaubenssätze dann von ihr übernommen. Genau, da waren die ganzen Glaubenssätze und ja.
Kannst du dich an irgendwie nicht ganz, also gut, die Situationen waren jetzt schon extrem, auch mit dem Unterwasserdrücken und sowas, an eine andere Situation noch erinnern, wo so ihr ambivalentes Verhalten so ganz stark rausgekommen ist, wo sich das zeigt? Ja, also bei uns wurde nicht gesprochen. Also es gab keinen Dialog, es gab nur mach dies, mach jenes und dann wieder völlige Ignoranz. Also ich war sehr oft mir selbst überlassen, wenn ich zu Hause war. Das mischte sich dann mit einer absoluten Kontrolle, die dann wieder überhaupt nicht passte. Also irgendwann hab viel gemalt als Kind, war ja irgendwie dann so meine Ausflucht und sie wollte irgendwann sehen, was ich gemalt habe und ich wollte es ihr nicht zeigen, woraufhin sie meine ganze Wand mit meinen ganzen Postern abgerissen hat und eingerissen hat. Ja, Wahnsinn. Also sie konnte nicht ertragen, also dass sie ihr nicht zur Verfügung stand. Also das konnte sie nicht ertragen. Die Frage davor war, ach so, diese Ambivalenz. Ja, also wie gesagt, es gab keine Dialoge, es gab nur mach dies, mach jenes und sei nicht so und so sei aber auch nicht. Geh lieber wieder in Chor, das andere ist nicht gut. Ja, wenn ich im Chor war, dann geh lieber wieder in die Singegruppe. Ja, und wenn ich da war, dann geh lieber wieder dahin. Und also immer, immer, immer ambivalente Sachen und ja, ich wusste einfach nicht, wo ich dran bin. Ja. Möchtest du ein bisschen erzählen so über das, was sich bei dir dann psychisch entwickelt hat? Weil ich denke, das ist einfach schwierig, so eine heftige Situation in Worte zu fassen. Eigentlich kann man das nur dann vielleicht an den Symptomen, die sich dann entwickelt haben, ein bisschen nachvollziehen, wie schlimm das bei dir war. Ja, würde ich gerne machen. Ich habe mir dazu auch was aufgeschrieben, weil das kriege ich immer gar nicht zusammen. Und irgendwie kriege ich jetzt meine Güte, kriege meine automatische Sperre nicht raus. Verrückt. Ja, wie gesagt, also als Kind war ich ja schon auffällig. Also ich habe immer mit dem Kopf gewackelt und im Bett gewackelt und also ich hatte so Zeichen von Hospitalismus. Im Kindergarten war ich eben auffällig als Rüpeln und Rowdy. In der Schulzeit war ich sehr oft krank, also sehr, sehr viel, also mitunter, weiß ich nicht, also 50 oder 60 Tage im Jahr, also im Schuljahr. Ja. Und ja, war natürlich auch fürchterlich unsicher, weil ich wusste überhaupt nicht, wer ich war, was ich war. Wer ich sein sollte, wer ich nicht sein sollte. Und das war ja auch so, dass meine Mutter, wie gesagt, sehr gewalttätig war. Später dann auch mit dem Rohrstock, hat auch niemanden interessiert. Also man hat es auch gesehen. In der Schule, beim Sport beispielsweise, hat aber niemand nachgefragt. Also entweder war das damals nicht so oder das war eben völlig wurscht. Naja, es war vielleicht auch das Umfeld, wo du aufgewachsen bist, einfach. Also können wir ja vielleicht sagen, einfach DDR-Regime, da sind auch noch andere Dinge. Natürlich, da haben die Eltern immer recht. Genau. Der Staat hat recht und die Eltern haben recht, genau. Genau, also ja. Wie war die Frage nochmal? Wann bist du dann so wirklich richtig zusammengebrochen? Also so dieser Krankheitsentwicklung, weil ich glaube, das ist eigentlich das, wo man sieht, wie schlimm das war. Also vom Hospitalismus, dann aggressive Phasen. Man ist ja auch Außenseiter, man fühlt sich als Kind dann total auch ausgeschlossen von allem, aus der Ja. Freundschaft. Also man ist ja eigentlich permanent einsam und hat eigentlich trotz allem nur in Anführungszeichen die Mutter, die einen dann aber maßregelt und jeden neuen verrückten Glaubenssatz einpflanzt und einen völlig irritiert im eigenen So-Sein, also so ambivalent wie deine Mutter war. Ja. Und welche Diagnosen sind dann zum Beispiel gekommen oder sowas, oder warst du in der Klinik?
Ich fange noch ein ganz klein bisschen früher an, also abgesehen von meinem Stiefvater, der dann mit 8 Jahren, da bin ich irgendwie abgestorben an der Stelle, der dann in mein Leben trat, womit ich dann 2 Leute gegen mich hatte, hatte ich das Glück, dass ich einen Chor gefunden habe, in dem ich mitsingen konnte, weil ich habe sehr früh irgendwie gemerkt, dass ich ja irgendwie so ein Gespür für Musik hatte. Der hat mir, denke ich, das Leben gerettet, aber das war eigentlich gar nicht mal so jetzt die Gemeinschaft. Natürlich war dann da auch eine andere Gemeinschaft, aber wie gesagt, also man konnte mir auch andere Beispiele vor die Nase halten. Ich habe es ja nicht geschnallt. Also ich habe ja nicht gewusst, was ich hätte anders machen sollen. Ich habe nur gemerkt, ich bin irgendwie falsch, wie ich bin. Die Sache war, die ich konnte mein Traum, also die Musik ausleben, und das hat mir schon geholfen. Weshalb ich auch dann in den letzten Klassen wurde ich schon ein bisschen selbstbewusster. Ich hatte dann auch Schulfreunde, allerdings aus demselben Milieu. Also wie gesagt, nicht mit diesem Schicksal, also nicht mit dieser Gewalttätigkeit, aber eben auch sehr, sehr enge, also war auch sehr, sehr, naja, nicht gerade liberale Haushalte. Also gleichzeitig hatte ich auch Kontakt zu den wirklich, also zu denen, denen es halt nicht so ging, also die zu Hause sind auch verdroschen worden, und zu den, na, sagen wir mal so, Kindern, die oder Jugendlichen, die ja halt nicht mit Liebe gesegnet waren. Und die gingen dann allerdings in der 8. Klasse ab und waren auch kriminell zum Teil. Und dadurch hatte sich das auch irgendwie erledigt. Und ich habe mich dann ein bisschen so auf die Musik konzentriert und habe dann auch, also der Unterschied, also es gab einen riesengroßen Unterschied von der Schulzeit, wo ich, wie gesagt, in den letzten Klassen schon ein bisschen selbstbewusster wurde, weil ich mich einfach besser anpassen konnte. Also ich habe dann Sachen noch gemacht, besser. Wie viel? Noch besser irgendwo. Ja, nee, ich meine das jetzt gar nicht so negativ. Ja, ich weiß, weil du zuerst meinst, du warst ja da eher ein bisschen renitent, aber dann hast halt gelernt, damit umzugehen, dass man irgendwo ein bisschen zur Gemeinschaft gehört. Ja, also Sachen zu übernehmen, die andere gemacht haben, wie sich zu tanzen oder wie auch immer, sich irgendwie anders zu kleiden. Mhm. Das war auch immer so ein Ding. Also da ist einfach so viel. Also es wird mir irgendwie total schwer, das alles zu erzählen, weil ja. Es wurde ja auch irgendwie unheimlich gespart. Also meine Mutter war ja auch so ein Geizpickel. Also ich musste mir ewig von einer Freundin einen Chorrock borgen, weil sie mir keinen kaufen wollte, weil es war ja zu teuer. Und selber hatte sie aber 3 Pelzmäntel. Mhm. Und eben lauter so merkwürdige Sachen. Und dann hatte ich mein erstes Solo im Chor. Und dann habe ich doch wirklich als Belohnung einen Schokoriegel bekommen. Einen Schokoriegel. Mhm. So, und naja, du hattest ja auch teilweise, fällt mir gerade ein, auch wenn du was gegessen hast und das war nicht erlaubt, hast du selber dann zahlen müssen. Ja, außer der Reihe musste ich eine Zeit lang die Dinge bezahlen. Also wenn ich mir noch ein Ei gebraten habe oder noch eine Milch genommen habe, irgendwie nachmittags, weil ich Durst hatte, musste ich das dann bezahlen. Mhm. Genau, Trinken war bei euch ja auch sehr eingeschränkt. Das war halt diese medizinische Ansicht, die meine Mutter auch hatte und immer noch hat, dass man trinken ungesund ist. Ja, es ist ein Wahnsinn. Also ich glaube, bei dir können wir sowieso tagelang erzählen. Das ist irgendwo halt schwer. Ich kann jetzt einfach nicht in meine Aufzeichnung kicken, weil diese Scheißding sich nicht öffnet. Du machst nichts, dann haben wir es einfach ganz spontan. Das ist absolut okay. Das ist, wir müssen da keinen Perfektionismus an den Tag legen. Nee, müssen wir nicht. Genau. Ja, gut, du hast ja da Musik gemacht und ja auch Auftritte und sowas. Und wann ist dann der richtige Zusammenbruch gekommen? Wie alt warst du da? Also ich habe dann irgendwie einen pädagogischen Beruf erlernt und habe dann im Gegensatz zur Schulzeit
Da konnte ich schon ein bisschen singen und Gitarre spielen, also in dieser Zeit. Da war ich dann auf einmal von einem Nichts zu einem Gott erhöht worden. Damit konnte ich natürlich auch nicht umgehen. Ja. Also die Leute lagen mir da irgendwie zu Füßen. Ich war bekannt wie ein bunter Hund. Und die haben mich halt angehimmelt und ich konnte damit gar nicht umgehen, weil ich fühlte mich ja so klein und nichtig und so als nichts. Und war dann natürlich, also in manchen Augen dann wieder auch arrogant, weil ich mich dann dermaßen, also weil ich mich da, weil ich damit einfach überhaupt nicht umgehen konnte. Überfordert war es, komplett überfordert. Damit total überfordert. Mhm. Ja. Jedenfalls habe ich diesen pädagogischen Beruf, in dem ich völlig falsch war, weil ich ja immer noch, also sehr körperlich, ja, sagen wir mal, kämpfend war. Also es gab viele körperliche Auseinandersetzungen, also auch späterhin noch. Mhm. Einfach, weil ich mich überfordert fühlte, ja, war dieser Beruf falsch und ich dachte, ja, ich mache jetzt Musik. Und ja, und da ging es halt los, ich wollte unbedingt dann irgendwas Besonderes sein, damit man mich endlich mag. Mhm. So, und dieses besonders sein müssen hat mich dann aber wieder, glaube ich, so unter Druck gesetzt, dass ich dann krank wurde. Also ich habe dann meine Stimme verloren, kriegte laufend irgendwelche Sachen auf der Lunge, die dann natürlich auf die Stimme gingen. Und wenn man keine Stimme mehr hat, kann man nicht singen. Ist ein bisschen schwierig dann als Sängerin. Ja, sehr schwierig. Genau. Dann sehr, sehr schwierig. Und ja, ich war auch immer also überfordert, hysterisch. Ich war also nicht nur körperlich immer krank, sondern ich war auch psychisch, wie gesagt. Ich war ziemlich auffällig, also auf Tourneen. Bin ich mit meiner Gesangspartnerin, haben uns Spraypullen über den Kopf gehauen und ja, also es war schon ja, ziemlich krass, worauf man, also mein erster Arzt, bei dem ich dann immer war, der das irgendwie erkannt hatte, dass da mit mir so einiges nicht stimmt, der mich dann in die Klinik verwiesen hatte, dort machte ich da machte ich 4 Monate Psychotherapie. Mhm. Und ja, also mir war ja immer bewusst, dass das an meiner Kindheit lag. Also ich habe dann da auch schreiben müssen, wie ich aufgewachsen bin und das konnte ich eigentlich so ziemlich klar. Nur wusste ich nicht, was die da von mir wollten. Also ich habe immer nichts gesagt und habe nur gesagt, es ist einfach alles, ist einfach scheiße und konnte mich ja nicht artikulieren. Erstens hatte ich das nicht gelernt, also über irgendwelche Gefühle zu sprechen und überhaupt zu sprechen, war mir nicht gegeben, weshalb ich ja auch gesungen habe und nicht gesprochen. Mhm. Ja, also ich war da, ich wusste einfach nicht, also ich wusste nicht, was man da irgendwie von mir erwartete. Also keine Ahnung. Mhm. Hab dann noch ein paar Jahre danach, bin dann da wieder raus aus der Klinik, hab noch ein paar Jahre mit der Musik versucht, aber war dann manchmal in der Lage dazu und manchmal dann auch nicht. Und dann gab es auch schon eine Ersatzsängerin für mich, weil ich öfter nicht in der Lage war. Und ja, also mit dem Zusammenbruch der DDR und das war dann auch unsere letzte Tournee in Russland, habe ich dann beschlossen, mich da zu verabschieden von der Bühne mhm. und nur noch zu unterrichten. Mhm. Ja, und dann habe ich mir da halt so meinen Kreis aufgebaut und habe dann dazu gelernt und habe dann Aufnahmen gemacht und arrangieren gelernt und bla bla bla. Habe dann die ersten paar Jahre ganz gut durchgezogen, bis dann natürlich wieder der Druck da war. Also ich hatte unheimliche Existenzangst, die wurde mir auch immer eingeredet. Ja, und du musst so und so viel Geld verdienen, sonst stirbst du. Mhm. So unter dem Motto, und was ist denn das da schon, was du da machst? Von deiner Mutter, oder? Von meiner Mutter, ja. Mhm. Mhm. Und
Ja, habe mich, wie gesagt, habe mich völlig überfordert, habe am Tag bestimmt 18 Stunden gearbeitet, unter jedem. Und bin natürlich dann wieder zusammengebrochen. Also in dem Fall, also ging los mit der Stimme, dass die dann natürlich wieder weg war, was ja wieder doof war, weil ich musste ja auch Ja, zurück. in so einem Beruf ist es etwas Das ist irgendwie ungünstiger. doof, ja. Also man muss ja dann auch was erklären und reden können. Ja, und dann ging es auch, dann hatte ich irgendwie, also dann starb irgendwie 95 meine Oma. Und irgendwie danach kamen dann, also viele haben das, also viele Therapeuten haben das darauf geschoben. Ich weiß es nicht genau, ob es so war. Dann kam dann der völlige psychische Zusammenbruch auch. Also, dass ich dann, also Derealisationserleben und Depersonalisationserleben hatte, also dass ich mich nicht mehr gefühlt habe. Und dass ich, also hatte dann auch schon psychotische Episoden, kurzzeitig mal Stimme gehört, irgendwelche Sachen gesehen, konnte keinen mehr angucken, habe dann irgendwie noch zwar ein bisschen gearbeitet und irgendwie stur auf meine Geräte nur geguckt, um mich nicht zu verlieren, konnte mich überhaupt nicht mehr fühlen, hatte dann die erste ambulante Therapie gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in New York, also völlig zusammenbrach, also völlig, also ja, wie gesagt, also in eine psychotische Episode kam. Und daraufhin kam ich dann wieder in die Klinik, habe wieder 4 Monate lang Psychotherapie gemacht, wo ich schon ein bisschen mehr mit anfangen konnte, wo ich mich auch schon viel, also besser artikulieren konnte. Und ja, auch mehr mitnehmen konnte und mich auch schon ein bisschen mehr öffnen konnte. Also so ungefähr ab 30 hat es angefangen, dass ich mich irgendwie selber artikulieren konnte, wie es mir geht und was mit mir ist und so. Das ging da schon besser. Aber natürlich war ich trotzdem noch fürchterlich unbewusst. Also ich war trotzdem noch fürchterlich unbewusst und wusste nicht, wie ich es hätte anders handeln können. Und irgendwie wusste ich nicht, wo die Stellschraube war. Ich wusste einfach nicht, wo soll ich das jetzt ändern? Wie soll ich das machen? Was soll ich anders machen? Ja, tief die Jedenfalls Verunsicherung immer noch. immer noch, hat mich noch mehr verunsichert. Und das Ding war auch, dass in den Therapien, dass ich mich irgendwie dann noch schlechter fühlte und dachte, ich bin ein Idiot, ich kann das nicht. So, und liegt alles an mir und ist ja alles ganz fürchterlich. Und ja, also man hat dann in der Klinik, war eine psychosomatische Klinik, einen kalten Entzug gemacht von Beruhigungstabletten, von denen ich ja dann schon gelebt habe, um überhaupt zu existieren, Beruhigungstabletten mit Alkohol. Einen kalten Entzug, woraufhin natürlich noch viel, viel kränker wurde. Kam aus der Klinik raus, meine Psychiaterin gab mir wieder die Beruhigungstabletten und Wahnsinn. ich fing eine Analyse an, kurz darauf. Ja, also ja, ich fing eine Analyse an, also es gab dann einen Behandlerwechsel, also ich war bei meiner Psychiaterin in dieser ambulanten Therapie und die wurde dann nicht weitergemacht, dann hat eine Analytikerin übernommen, aber zu der Zeit war ich ein völliger Zombie, also ich kam da rein und konnte überhaupt gar nicht mehr sagen, weil ich konnte überhaupt gar nicht mehr sprechen, also jetzt nicht von der Stimme her, sondern ich konnte einfach nicht mehr sprechen, also da war nichts mehr, also ich war nicht mehr vor. So, und woraufhin ich dann in die Psychiatrie kam. So, da machte ich dann wieder einen Entzug, aber mit medikamentöser Unterstützung. War trotzdem, also war genauso grauenvoll, aber letztendlich hat man viel probiert und nach langem Umherdoktern und vielen, vielen verschiedenen Medikamenten hat man denn was gefunden, was mich so einigermaßen wieder auf die Spur brachte. Also so, dass ich wieder also mich artikulieren konnte, also wieder reden konnte und überhaupt irgendwo hingehen konnte.
Weil, ach so, davor, das habe ich ja auch völlig vergessen zu erzählen, wie gesagt, das ist einfach so viel. Also Das ich ist hatte wahnsinnig viel, ja. Und es ist du viel. musst jetzt auch alles nicht erzählen, weil ich weiß auch von den anderen, die Interview gemacht haben, das holt viel nochmal eben hoch. Aber das Genau. ist deine Entscheidung, was du erzählen magst. Ja, nur mir fällt dann immer erst im Nachhinein. Ich hatte natürlich auch fürchterliche Angst und Panikstörungen, konnte ja das Haus auch nicht mehr verlassen und sowas alles. Ja, und wurde dann durch die Medikamente dann in der Psychiatrie wurde besser, also so, dass ich so einigermaßen wieder ja, so als Mensch auf der Straße gehen konnte, aber noch nicht ganz. Sie kriegte dann Gott sei Dank eine Einzelfallhilfe. Das ist eine Hilfe vom Sozialamt, die Menschen, also Behinderte dazu begleiten soll, wieder also in der Normalität sich zurechtzufinden. So, und Also du diese. warst ja da eigentlich psychisch behindert, weil körperlich behindert warst du ja nicht. Du warst ja seelisch, geistig, psychisch behindert durch Ja, deine. gut, um das jetzt, ja, zählt aber auch zur Behinderung, ja, Ja, genau. natürlich, absolut. Nur, dass die Zuhörer nicht das verwechseln, dass du Ja, irgendwie körperlich behindert bist, sondern natürlich. wegen der seelischen Themen hast du diese Begleiterin bekommen, genau. Genau. Und das war Gott sei Dank eine Psychologin. Also hätte jetzt auch eine pädagogische Kraft sein können, aber ich hatte Gott sei Dank eine Psychologin. Und die hat mich sehr lange begleitet. Also wie gesagt, 5 Jahre, was sehr ungewöhnlich ist. Und damit ich überhaupt wieder rausgehen kann und Sachen machen kann. Also waren zum Teil also eben also no normale Dinge erledigen. Aber auch sie war die erste Person, die gesagt hat, ihre Mutter ist vom Mars. Also es ist nicht ihre Schuld. Genau. So, und das war für mich so wichtig. Das war für mich so wichtig. Also das zu erfahren, es ist nicht meine Schuld. Mir ist was ganz Grausames passiert, weil das hat nie jemand benannt. Es hat wirklich nie jemanden benannt. Das hat. Es ist ein Irrsinn. Es ist ein Irrsinn, dass das nicht angesprochen wird in den Kliniken. Du warst so viel da lange Zeit und es ist, ja, und ein Satz kann dann doch schon so viel Heilung bringen, ja. Also ich habe, wie gesagt, ich habe das ja immer gewusst. Ich habe auch in den alten Therapien, also in den davorgehenden, in der Psychotherapie, ich habe auch meine Mutter als Krake dargestellt. Also mir war das schon bewusst. Aber mir war nicht klar, was das mit mir gemacht hat. Das hat mir irgendwie keiner erzählt. Und ja, wie gesagt, sie war die erste und einzige. Und ich habe dann nach ungefähr, wie verwandelt, nach 5 Jahren, also 5 Jahre hatte gedauert, also wirklich ganze 5 Jahre. Ich meine jetzt nicht die Zeit, die Einzelfallhelferin da war, die war dann länger da, aber 5 Jahre, um überhaupt wieder also normal denken zu können, also normale Dinge zu machen, mich zu waschen oder irgendwelche, also wie gesagt, es hat 5 Jahre gedauert, bis ich so einigermaßen wieder auf dem Damm war. Natürlich immer noch sehr eingeschränkt, ist ja auch heute noch so, dass ich halt, ja, also ich habe eben fürchterlich an Gewicht zugenommen, natürlich auch durch die Medikamente, aber ich denke mir mal auch, weil ich irgendwie mir eine Schutzmauer anfressen musste. Ja. Und wie Bis ich geht es dir jetzt seelisch so heutzutage? Muss man langsam zum Schluss kommen, weil sonst wird es, glaube ich, für dich auch ein bisschen zu viel. Und es ist doch schon dreiviertel Stunde. Wie Oh. geht's? Ja, das ist, die Zeit vergeht da extrem schnell. Und muss ich ein bisschen aufpassen, dass du in deiner Kraft ein bisschen bleiben kannst. Weil. Nee, ich schreie dann schon. Gut, okay, wunderbar, genau. Und wie geht es dir heute? Also mir geht es heute natürlich tausendmal besser als zu der Zeit, als ich nicht mehr existierte. Ich habe natürlich immer noch Phasen, wo ich dann wieder in Depression verfalle. Ich nehme auch immer noch Medikamente, immer noch dieselben. Also die jetzt runterzufahren oder so, hatte nichts gebracht. Also wurde sofort wieder aggressiver und selbstschädigender. Ja. Jedenfalls, also um das ein bisschen jetzt rund zu machen, vor 3 Jahren ungefähr habe ich mich über Narzissmus belesen und da ging mir eine Laterne auf. Dachte, oh, endlich beschreibt jemand meine Mutter, weil ich hatte das Gefühl, also außer meiner Einzelfallhelferin kann ich niemand klar machen, was mir passiert ist. Woraufhin ich ja dann irgendwie auf dich gestoßen bin und in die Gruppe kam
Und dann auch, wir haben ja dann auch so ein paar Gruppensitzungen gemacht und so weiter. Und ich habe mich immer weiter mit diesem Thema beschäftigt. Und ja, also ich habe nach dieser langen Zeit, also fast 60 Jahre, habe ich gebraucht, um die Sache zu durchschauen. Ich habe ja auch immer auch noch eine riesen Wut auf meine Mutter gehabt. Ich bin ja jeden Tag mit einer riesen Wut aufgestanden. Mhm. Also und die Wut hat natürlich auch in der Zeit jetzt nach meinem absoluten Absturz, hat die natürlich viel mit mir gemacht, auch körperlich. Ich war ständig, hatte ständig Abszesse, ich musste immer operiert werden. Und da war also auch diese Wut, die nicht rauskam. Mhm. Und wie gesagt, durch die Gruppe und jetzt auch durch dich, habe ich jetzt auch irgendwie lernen können, ja, also meine Mutter war schlimm. Mhm. Also ist schlimm. Ist immer noch ja, schlimm. Also was du teilweise erzählst, das ist wirklich Hanebüchen. Es ist immer noch so, aber ich kann damit jetzt besser umgehen. Ich weiß, dass sie ihre Geschichte hatte, warum sie so war. Mhm. Und dass ich also über dieses Verständnis auch ein bisschen zu dem Punkt gekommen bin, jetzt mein eigenes Leben zu leben und nicht mehr immer mit ihr zu hadern. Mhm. Und du hältst ja auch den Kontakt noch zu ihr. Ich halte auch noch den Kontakt. Es ist mitunter sehr schwierig, aber es wird immer besser. Es triggert mich nicht mehr so. Mhm. Also ich kann ihre, also sie ist ja immer noch genauso verrückt wie früher letztendlich. Natürlich ein bisschen milder geworden, sie verhaut mich ja nicht mehr. Also würde mir auch nicht gefallen lassen. Ja. Das, was du oft erzählst, da würde ich sagen, also milder kann man, dann würde ich nicht wissen, wie sie früher war. Aber du sagst immer, sie ist so ein Sparringspartner für dich geworden. Ja. Sparringspartner für mich geworden. Aber eben aufgrund meiner Entwicklung, dass ich eben verstehe, dass sie eigentlich auch dieses Leid hatte und einfach an mich weitergeben musste, weil sie keine andere Möglichkeit und keine andere Wahl hatte, macht es mir ein bisschen leichter. Es entschuldigt nichts, aber das Verständnis bringt schon sehr, sehr viel, ja. Das Verständnis hat mir ganz, ganz viel gebracht. Also so, dass ich nicht mit ihr hadere. Also wie gesagt, ich schüttel immer noch den Kopf. Also wenn sie denn also bestimmte Sachen sagt, mich maßregelt, mich blamieren will, mich runtermachen will, so wie sie es immer gemacht hat, aber es erreicht mich einfach nicht mehr so. Also ja, jedes Wort im Mund umdreht und kein Gespräch nach wie vor möglich und dich sofort wieder. Ja, es ist schon, aber es ist natürlich, klingt jetzt komisch, aber es ist natürlich eine gute Übung für einen selber zu schauen, wie weit bin ich noch antriggerbar. Also ich habe ja auch noch Kontakt mit meiner Mutter, weil das war für mich einfach so auf und wie bei dir ja auch. Man sieht, wo steht man, wo kann ich an mir weiterarbeiten, was kann ich noch mehr lösen, was kann ich noch mehr heilen lassen. So komisch, wie das klingen mag, aber so ist es. Ja. Ist so, ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, das passierte natürlich, wenn ich dir so erzähle, passierte natürlich nicht von heute auf morgen. Das hat ja noch wieder Jahre gedauert. Aber ja, also jetzt bin ich auf dem Stand, dass mich diese Geschichte nicht mehr triggert und ich nicht mehr, also ich habe begriffen, ich bin nicht meine Mutter. Also ja, und ich bin heute erwachsen und kann tun und lassen, was ich will. Genau. Und die Schuldgefühle, es einfach wirklich zu tun, also zu lassen und zu tun, was ich möchte, die werden auch immer weniger. Also ja, und daran merke ich halt die Entwicklung. Und ja, schade, die ganzen Jahre hat es halt, ja, aber vielleicht hat es einfach so lange gebraucht. Also es war halt so. Also damit hadere ich eigentlich auch nicht. Mhm. Mhm. Ja, also du hast das schon so, wie ich es empfinde, auch bist du schon ausgesöhnt und siehst auch die Ressourcen in dieser Geschichte, auch wenn das makaber ist, aber ist so und hast, glaube ich, einen sehr, sehr guten Umgang jetzt eigentlich damit gefunden, auch wenn noch die körperlichen Einschränkungen da sind, weil bestimmte Symptome vergehen halt nicht mehr. Vergehen nicht und auch die psychischen, ich werde wahrscheinlich immer wieder irgendwie also depressive Verstimmungen haben, also mit Sicherheit. Ja. Ja, gut, Leben ist immer, klingt es auch allgemein an Auf und Ab, aber bei dir ist es natürlich auch heftiger und oder bei Betroffenen wie mich ja auch, also ist man dann schon, aber man hat mehr Abstand dann dazu. Also so finde ich das, es geht einem da mal nicht gut, es überflutet einen wieder so diese alte Geschichte, man hadert mit dem Schicksal, warum ist mir das passiert und sowas, aber trotzdem ist innerlich eine andere Stärke da, eine Stabilität, man weiß jetzt, wer man ist und
Man kann sagen, okay, das ist jetzt mal wieder eine Phase, die vergeht auch vorbei. Man identifiziert sich nicht mehr mit dieser Phase. Nein, nein, man kann einfach ein bisschen besser in die Metaebene gehen. Ganz genau, und das ist ein riesen, riesen Gewinn. Mhm. Also ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für deine Offenheit. Ich sage, bei deiner Geschichte können wir sehr wahrscheinlich wochenlang drüber reden. Und es ist manchmal auch amüsant, was deine Mutter so sagt oder macht. Einerseits ja, und ist so plump. Es ist manchmal so plump, dass man einfach nur noch drüber lachen kann. Ja, es ist klar, sie ist halt auch. Aber auch subtil, es ist eben immer anders. Ne? Ja, natürlich. Das ist ja das Schlimme gewesen bei dir, diese Wechselhaftigkeit, dieses Null einordnen können. Null, null Sicherheit bekommen durch eine Konstanz an Mutterpersönlichkeit. Nein, ich wusste auch nachts, wenn ich schlafe, nicht, ob ich jetzt wieder ein paar Schuhe an den Kopf geschmissen kriege. Also ja, es ist ja, genau. Ja, also nur als Beispiel. Ja, ja. Ja, genau, das kenne ich, die Geschichte, ja, dass, weil sie einen Wutausbruch wieder gehabt hat, hat sie dich aufgeweckt oder dir Schuhe am Kopf geschmissen mitten in der Nacht. Also das ist ja ein Wahnsinn. Also, dass du das überlebt hast, ist sowieso ein Wunder. Ich bin ja froh, dass du überlebt hast. Aber es ist wirklich ein Wunder. Also ja. Wir haben ja nur Bruchteile jetzt erzählt. Ja, das sind wirklich nur Bruchteile. Genau. Wie gesagt, ich hätte auch so gerne meine Aufzeichnung geguckt, ich habe mit extra, aber diese blöde Ding, ja, ist ja egal. Ja, aber du kannst es ja vielleicht auch noch schriftlich niederlegen. Ich verlinke es dann mit der Webseite, wenn du das magst oder sowas, kann es jemand auch mal nachlesen. Von dem her, ich glaube, bei dem Video müssen wir heute ein bisschen eine Triggerwarnung schreiben, weil es ist einfach heftiger, vor allem die Auswirkungen waren halt bei dir, also mit psychotischen Schüben, und war schon wirklich heftig. Und du warst ja jahrelang in Behandlung. Ja. Wirklich jahrelang. Und ja immer noch irgendwo im gewissen Sinne. Also körperlich die Beschwerden jetzt, die noch übergeblieben sind. Naja, die sind, die resultieren ja auch daraus. Ja, also natürlich, ganz klar. Also ich kann ja wieder nicht gehen, also immer noch nicht oder wieder nicht gehen, was ja zwischendurch weg war. Ich konnte ja zwischendurch auch tanzen. Mhm. Aber nein, ich kann wieder nicht gehen, kann mich wieder nicht bewegen, und das ist garantiert, also ja, kein körperliches Ding an sich, also kein rein körperliches Ding. Ja, das sind halt einfach wirklich diese extremsten Folgen. Wir haben ja das ganze Beziehungsthema noch gar nicht angesprochen, aber vielleicht machen wir mal nochmal ein Video, weil du wirklich das klassische, klingt das auch echt brutal, aber das klassische Beispiel bist für eine hochgradig pathologische narzisstische Mutter. Ja. Also deine Mutter ist wirklich hochgradig pathologisch. Also das ist so von meinem Eindruck her, wie ich dich kenne und was ich weiß, würde ich schon sagen, die ist schon ein Ausnahmephänomen. Ja, denke ich auch. Wie gesagt, gab natürlich auch zwischendurch, es war nicht immer so, aber es war eben... Also, dann hättest du auch nicht überlebt. Dann hätte, ja genau, denke ich auch. Dann wärst du nicht mehr da. Genau. Genau. Mhm. Aber letztendlich, nein, also letztendlich gab es nur Maßregelung. Ja. Maßregelung und Beleidigung. Genau, du hattest dich halt du völlig lässt verloren. Wie eine Scheißfliege, das war ganz oft gesagt, du bist lästig wie eine Scheißfliege. Was nicht, das habe ich dich nicht verstanden. Du bist lästig wie eine Scheißausfliege. Ja, ganz brutal ausgedrückt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, wirklich für deine Offenheit, für deine, ja, für die Geschichte, die du geteilt hast mit uns, weil es ist schon gerne. Heftig. Es ist schon heftig. Alles Liebe und vielen Dank. Ja, gerne. Ja, hast du noch ein Schlusswort für die Zuhörer? Ja, also ich würde jeden ermuntern, der also in irgendeiner Weise dramatische Dinge in seiner Kindheit erlebt hat, die aufzuarbeiten und dahin zu gucken und versuchen, also diese Glaubenssätze, die man da mitgenommen hat, die zu hinterfragen und zu ändern. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Tschüss.